Good morning in the morning. Ich bin die Frau Dente und wir sind zurück zu einem erneuten Let's Play mit Heyday. Ja, es ist tatsächlich so, dass es jetzt wieder Heyday Let's Plays gibt. Und vor allem das Allerwichtigste, es kommen die Farmbesichtigungen. Wer noch nicht eingetragen ist und das gerne haben möchte, kann das gerne nachholen. Werde ich wahrscheinlich morgen mit anfangen, werde da eine ganze Strecke mitmachen. Und dann fängt das Ganze an. Ich sehe gerade, es gibt den neuen Farmpass schon. Ich bin sehr spät dran. Vorab, kleine Info. Also, ich gucke das hier gleich nach. Kleine Info. Ja, der Kanal ist wieder back. Ja, der Kanal ist trotzdem immer so ein bisschen in Gefahr. Gerne könnt ihr mich unterstützen mit Likes, Kommentaren und sowas. Ihr wisst es, ich werde nicht vom großen Bruder unterstützt, sondern bei mir ist das einfach so. Und was kann man hier auf dem Kanal erwarten? Bei mir gibt es weder große Tipps und Tricks, noch krasse Neuigkeiten oder Reaction auf andere Heyday-YouTuber. So, da guckt sich der eine an, was der andere macht. Wird es bei mir nicht geben, so. Nicht in diesem Umfang, weil hier wird einfach Heyday gespielt. Also bei mir werdet ihr einfach ganz stinknormale Heyday-Let's Plays sehen. Wer mir gerne zuhört beim Quatschen, beim Heyday-Spielen, der kann dies hier auf jeden Fall tun. Hier gibt es nicht mehr, nicht weniger. Ganz ehrliches Heyday-Spielen. Auch nicht mit tausenden Diamanten, die man irgendwie bekommt, gesponsert, wie auch immer. Hier wird es einfach so, wie ihr auch spielt, werde ich spielen. Und ja, ich werde hier und da mal einen Fünfer investieren. Zum Beispiel in den neuen Farmpass, wenn der Farmpass sich lohnt. Und den werde ich mir jetzt mal angucken. Wir haben hier direkt zu Anfang 50.000 Punkte. Direkt krass. Wie immer ist es Anfang direkt das Gleiche. Sehr gut. Direkt als erstes. Extra Drehung am Glücksrad. Die haben auf jeden Fall dazugelernt. Das habe ich in den letzten Malen schon bemängelt. Immer so weit hinten, das ist ein bisschen doof. So, was haben wir dann? Eine Deko hier oben. Ja, für den Strand sieht nett aus. Kann man gut machen. Puzzleteil unten, das unten, dies unten. Das sind alles alte Geschichten. Alles alt, alt, alt. Das gibt es immer. Spritdrehung erst so weit hinten. Hätte ich auch weiter nach vorne gepackt. Ja, alles beim Alten. Der Hut, ja, Matrosenhut sieht ganz witzig aus. Den werde ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Ansonsten auch alt, 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 alt. Gut, die 5 Diamanten zum Verschenken auch immer cool. Eine Deko. Ist das eine Kükendeko? Nein, das Küken steht einfach nur da. Okay. Deko ist auch cool für den Strand. Kann man nicht meckern. Die Kükendeko finde ich diesmal tatsächlich auch ganz cool, weil das Küken sehr dezent da drin ist. Sehr, sehr dezent. Also diesmal gefällt mir die Küken-Deko sehr. Und unten die Deko, ihr seht es, da ist bei mir eine 1. Oder, ach nee, ist überall eine 1. Nee, aber ich habe die Deko schon. Das ist eine alte Deko, die gab es schon. So, im Prinzip nichts Neues, nichts Altes. Doch, Altes schon. Trotzdem solide, man bekommt viel XP, viel Geld. Extra Drehungen, man kann es gut machen, Fünfer investieren, kann man nicht haten, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt muss ich auch mal hier reingucken. Ich habe halt jetzt schon wirklich länger nicht mehr gespielt. Ihr könnt auf jeden Fall auch sagen, was ihr sonst noch so möchtet. Also es werden, wie gesagt, so Let's Plays jetzt hier. Reine Let's Plays, wirklich, also ja, wer kommt wegen was anderem, der ist definitiv bei mir auf dem Kanal falsch. Also hier gibt es wirklich einfach nur die ganz normale, die Let's Play Geschichte. Was mache ich denn jetzt? Pizza Frutta de Mare bräuchte ich eigentlich. Habe ich jetzt hier ein Problem. Gut, egal. Übrigens kann ich mal gucken. Hier kann ich auch reingucken. Ja, ich war ja in Portugal. Auf Instagram, wer mir auf Instagram folgt, Instagram da unten verlinkt, nicht verlinkt, da seht ihr auch den Namen,
Kamikaze-Ente. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da poste ich immer, was ich so mache tagsüber. Also wenn auch keine Videos kommen, dann sieht man da, warum. Was macht die Ente? Wo ist die Ente? Wieso gibt es da keine Let's Plays im Moment? Da sieht man immer alles. Zum Beispiel auch vorgestern hatte ich einen schweren Unfall mit der Harpe. Nach 11.000 Kilometern hatte ich endlich mal einen krassen Unfall. Mir ist nichts passiert, wie ihr seht. Aber auf Instagram konnte man alles sehen. Ja, ach so, ich habe nicht mitgemacht, deswegen kriege ich keine Belohnung. Schade. Schade, Schokolade. Komm, wir machen jetzt hier direkt das hier. Wir machen direkt das. Ah ja, auch voll gut. Wir sind ja nur so ein paar Leute. Und alles voll easy. Ich habe ganz vergessen, wir sind ja nur zu dritt. Oder zu viert. Und es ist alles so richtig locker. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass ich jetzt mal eine Woche nicht da war. Einfach nicht gespielt habe. Nimmt mir keiner übel. Ja, sehr, 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 sehr gut. Und trotzdem sind wir, glaube ich, gestiegen. Also scheinbar sind die anderen beiden haben sehr aktiv gespielt, was ja auch ganz cool ist. Ich werde diesmal natürlich auch sehr gut spielen, alle Aufgaben machen, nicht maximal. Also ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt eine Aufgabe angenommen, die nicht maximal war. Ist mir ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Man muss nicht immer maximal. Dann ist halt eine Aufgabe da. Ja, dann ist er halt nicht maximal. Wen juckt's? Hauptsache, man hat hier Spaß. Ne? Ach komm, das ist auch Schrott. Auch Schrott. Alles Schrott. Alles Schrott, alles löschen. Die beiden haben eh eine Aufgabe, die drei. Was machen die denn hier? Oh, Weizen, sehr geile Aufgabe. Zucker, auch geile Aufgabe. Und Weizen. Weizen, Weizen. Und Zucker. Hä? 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 Habe ich was verpasst? Ah nee, das war bei Township, ne? Oder? Ja, bei Township haben wir eine neue Gemeinschaft. Aber ich komme schon so durcheinander. Ich komme schon so durcheinander. Ich bin auch ein bisschen verrückt. Oh, geil. Hier ist ja doppelt XP. Muss man auch mal mitnehmen hier. Stimmt, habe ich ja hier gar nicht. Hier ist ja alles noch normal. Okay. Ich habe es total. So, schnell die Tiere noch wecken. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen kommen dann Farm-Besichtigungen. Ich würde behaupten von mir, dass ich ganz gut auch Farmen beurteilen kann. Also die werden jetzt nicht bewertet, aber werden so ein bisschen beurteilt. Wir gucken, was ist gut gemacht, was nicht so gut gemacht und was kann man auf jeden Fall sich als Idee gut mitnehmen. Was könnte man vielleicht selber für Tipps nehmen, geben oder was könnte man verändern? Ihr seht selber, dass eins meiner Layouts nicht mal mein schönstes. Also die meisten sagen eigentlich, das ist nicht mein. Also das Layout ist eher ein bisschen komisch. Und ich würde halt sagen, ich bin auf jeden Fall, was dekotechnisch angeht, ganz gut dabei. Ne, ich bin jetzt nicht der beste Dekorateur, aber schon ein ganz guter, denke ich. Und kann daher auch ganz gut gucken, wie andere was gemacht haben. Ja, denke ich. So. Ich würde sagen, für den Anfang ist das erstmal genug. Immerhin, wir sind wieder da. Wir sind wieder im Heyday-Business. Keine Ahnung, wie lange. Genießt es einfach, solange es funktioniert. Solange ich noch da bin. Und nicht vergessen, wie gesagt, hier kommen Let's Plays und so. Hier geht es wirklich in erster Linie einfach nur, hier so einer verpeilten Ente zuzugucken und ein paar Geschichten zuhören. Ich werde sehr viel Real Talk bringen, irgendwas, was mir im Leben passiert oder irgendwelche Themen, die mich besonders bewegen, aufregen oder was auch immer. Wobei politisch und sowas werde ich immer versuchen zu meiden, weil das ist immer so ein, ne? Das lassen wir besser. Oh, kriegen wir den Jackpot? Komm, Jackpot.
Der Jackpot ist allein schon, dass wir wieder da sind, würde ich sagen. Komm, wir machen noch einmal, drehen einmal noch. Und jetzt kommt der Jackpot mit 50.000 Münzen. Nein, ist vorbei. Gut, da macht man nix. Wir sind auf jeden Fall erstmal raus und sehen uns dann demnächst. Da freue ich mich jetzt vor allem auch drauf, dass jetzt hier wieder regelmäßig Videos kommen. Und wie gesagt, schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich lese immer gerne nette Sachen. Wer liest nicht gerne nette Sachen? Ich auf jeden Fall. Wir sehen uns. Bis dann. Eure Ente. Tschüss.